für die Extra-Portion BSE. Na, seid ihr auch für Rinderschokolade? Oh ja, Wahnsinn! Rinderschokolade mit den wertvollen Bestandteilen aus Mark und Hirn. Die Kinder sind ganz verrückt danach. Rinderschokolade! Rinderschokolade, so wertvoll wie ein kleines Steak. Extra 3. Das sind immer auch knallharte Geschichten aus dem Großstadtdschungel. Tatort Hamburg. Brennpunkt Hafenstraße. Parolen für den Sieg der PKK. Die Polizei recherchiert und stellt eine strafbare Handlung fest. Die Linksradikalen lassen keine Gelegenheit aus, diesen Staat zu provozieren. Wir werden niemals das Maul halten. Der Polizeieinsatz ist von langer Hand geplant und strategisch gut vorbereitet. Die Feuerwehr leistet Amtshilfe. Ein Leiterwagen vom Typ DL-30 nähert sich vorsichtig dem Straftatbestand. Die völlig neuen Einsatzwaffen stehen am Straßenrand bereit. Millimetergenau wird die schwere, vollautomatisch computergesteuerte Drehleiter an das Objekt herangeführt. Die Einsatzleitung Polizei gibt den Befehl für das Beladen des Rettungskorbes. Zwei Beamte der Sonderkommission Wand und Farbe machen sich bereit. Bislang läuft alles nach Plan. Vorsichtig wird der Rettungskorb an die Parole herangeführt. Oberbrandmeister Willi S. hat alles im Griff. Farbe Marsch. Mit kräftigem Pinselstrich beginnt Kriminalhauptmeister Olaf K. die Parole von der Mitte her zu übermalen. Doch dann geschieht etwas Unerwartetes. In einem Haltbarkeitstest stellen die Hafenstraßenbewohner fest, dass die von der Polizei verwendete Farbe nicht wasserfest ist. Ein spontaner Hilfsdienst, die Polizei mit wasserfester Farbe auszustatten, scheitert. Während dieser Autonome weiter die minderwertige Farbe der Polizei entfernt, verliert Kriminalhauptmeister Olaf K. scheinbar den Überblick. Statt der Parole übermalt er das Fenster. Der Einsatz wird abgebrochen. Der autonome Farbexperte beobachtet weiter das Geschehen. Während die beiden Beamten der Soko Wand und Farbe mit der gebotenen Vorsicht den Rettungskorb verlassen, bereitet sich die Feuerwehr auf ihren zweiten Einsatz an diesem Tage vor. Und hier die überraschende Erkenntnis. Bei der anschließenden Säuberung stellen die Beamten fest. Es gibt auch Farbe, die nicht wasserlöslich ist und hält und hält und hält. Somit ist auch dieser Einsatz nicht umsonst gewesen. Venga, señores. Kommen Sie. Neue Wege gehen, auf gefährlichen Pfaden wandern, mysteriösem Nachspüren oder einfach mal laufen lassen. All das ist Extra 3. Für spannende Reportagen dringen die Reporter bis an die entlegensten Winkel der Erde vor. Warum ist es am Rhein so schön? Die Antwort finden wir zwischen Hunsrück und Westerwald bei Koblenz. Hier lebt und wohnt es sich fast wie in der unberührten Natur. Die wenigen Häuser muss man lange suchen. So gut haben sie sich dem Landschaftsbild angepasst. Die Bewohner freuen sich über den seltenen Gast. Sie berichten dem staunenden Besucher gern über ihr Leben unter freier Wildbahn. Was ist denn hier? Recht schön hier. Wir haben sehr große Grünzone hier. Die Vogelwelt ist sehr viel. Und vor allem man lebt hier richtig im Grünen, trotzdem auch in der Stadt. Jetzt hatte ich Ihre Antwort das erste Mal nicht genau verstanden. Es ist so ein bisschen laut hier. Ja, ich sagte, mir lebt sehr schön hier, weil wir haben hier einen Garten. Hier war vorher nichts. Wir haben das alles selbst angelegt hier. Was haben Sie hier bitte? Die Gartenbenutzung von dem Vermieter eingeräumt bekommen, die alleinige. Und wir sind eigentlich relativ zufrieden. Und gibt es hier Probleme, einen Parkplatz zu finden? Gar nicht. Gar nicht. Bitte? Es gibt gar keine Probleme, einen Parkplatz zu finden, weil einsam ist es hier.
Oft ist hier tagelang weit und breit keine Menschenseele zu sehen. Nur manchmal kommt ein Auto vorbei. Umso enger ist das Verhältnis der Menschen zu Pflanzen und Tieren. Wir haben sehr viele Hasen hier, Wildhasen, Vögel. Und hier gibt es auch die meisten Schmetterlingsbäume. Hier drüben haben wir einen stehen, wenn der am Blühen ist, an dem Brückenpfeiler der Baum. Dann ist der ganze Garten hier voller Schmetterlinge. Also es ist wunderschön, wirklich. Für die Kinder, damit die wenigstens etwas Natur noch erleben. Anders als in der Großstadt stellt der Straßenverkehr keine Gefahr für spielende Kinder dar. Die Kinder können nicht auf die Schnellstraße gelangen. Nein, nein, das geht nicht. Das ist ja. Es sei denn, es wird ein Verkehrsunfall oben stattfinden oder einer fährt zu schnell oben her. Dann kann das passieren, dass da alles herunterstürzen, aber sonst. Was macht das schon? Die freiwillige Hege und Pflege der Natur ist eine Selbstverständlichkeit. Wir räumen gerne Müll da weg. Das machen wir mit unseren Kindern dann am Wochenende. Gehen wir hier rund ums Grundstück und räumen den Müll weg. Seit mir wurden bestimmt schon 5, 6 Säcke, große Müllsäcke, an Müll hier aufgesammelt. Die Belohnung für die Mühen ist umso schöner. Die frische Brise kräftigt die Lungen. Ich bin froh, wenn ich im Garten liegen kann und die frische Luft einatmen kann. Manchen zieht es jetzt hier nach Koblenz, nicht nur wegen des gesunden rheinischen Klimas. Mit unter 8 Mark für den Quadratmeter sind die Mieten äußerst günstig. Eine echte Alternative für den stressgeplagten, entnervten Großstädter. Extra 3 kämpft für den Weltfrieden. Während der Entwaffnung der UÇK in Albanien leistete Extra 3 seinen eigenen Beitrag und sammelte die Waffen auf dem Hamburger Kiez ein. Hier auf der Reeperbahn herrscht im Moment wirklich große Aufregung. Es scheint so zu sein, als ob Truppenverbände der KFOR hinter mir den gesamten Bereich Reeperbahn, St. Pauli, Große Freiheit komplett durchkämmen. Was das zu bedeuten hat, weiß hier im Moment niemand genau zu sagen. Aber neben mir steht jetzt einer der Offiziere der KFOR-Truppen, Oberleutnant Weber. Herr Weber, was sucht das Militär hier auf der Reeperbahn? Nun, wir sind Einheiten der 2. KFOR-Division Abschnittsbereich Hamburg. Und wir haben zuverlässige Informationen, dass sich in diesem Bereich nach wie vor größere Gruppen von bewaffneten Kosovo-Albanern aufhalten. Und ich sag's mal so, bei aller Zuneigung, die wir für diese Menschen in den letzten Wochen empfunden haben, gilt auch für diese Personengruppen der Vertrag mit der UÇK. Und wir werden dieses Gebiet durchkämmen. Wir werden erbarmungslos, sage ich auch, die bewaffneten Kosovo-Albaner stellen, entwaffnen und dann auch mit der gebotenen Härte in die Zivilgesellschaft wieder eingliedern. Ja, vielen Dank, Oberleutnant Weber. Das scheint ja wirklich ein sehr brisanter Auftrag zu sein. Und wir konnten in den letzten Minuten auch schon beobachten, dass das Militär dabei erste Erfolge hatte. Die Truppen gingen offenbar mit großer Umsicht vor. Schon nach einer halben Stunde waren alle sensiblen Zonen des Rotlichtmilieus völlig unter Kontrolle. Danach durchkämmten KFOR-Streifen systematisch Laden für Laden auf der Suche nach Waffen. Geben Sie mal das Messer her. Das Messer. Ein bisschen schneller, den Stecker auch raus. Hallo, ja. Ja, das ist ja wohl klar. Ja. Sie kommen nicht aus dem Kosovo zufällig, ne? Nein. Ihre Frau? Auch nicht. Wo kommen Sie denn her? Aus Griechenland. Ja. Das Messer ist trotzdem weg, ist klar. Tschüss. Ja, da wird hart durchgegriffen, aber bei der Bevölkerung scheint das anzukommen. Neben mir steht jetzt Kadir. Kadir hat seit Jahren Kiez-Erfahrung. Kadir, wie groß ist die Bedrohung, die von bewaffneten Kosovo-Albanern auf dem Kiez ausgeht? Sehr lange. Und ich hasse es, wenn es überhaupt von den Albanern oder überhaupt Ausländern von der Sorte alles von den Deutschen wegnehmen. Das finde ich scheiße. Ja, vielen Dank, Kadir. Ich bekomme gerade die Information, dass eine KFOR-Einheit jetzt auch im Bereich Davidswache einen weiteren bewaffneten Kosovo-Albaner festgenommen hat. Alter, mach bloß! Ja, ich sehe, da geht es hart, aber gerecht zu. Und da kommt einiges zum Vorschein. Ich sehe Taschenmesser und auch andere schwere Waffen. Halt's Maul! Und was ist das? Ja? Schön UÇK-Wimpel, Arsch. Man sieht also, die Aktion war durchaus berechtigt. Morgen, so haben wir erfahren, werden die Truppen auch noch in Frankfurt die Kaiserstraße, in München den Hauptbahnhof und in Berlin die Potsdamer Straße besetzen. Und dann gibt's noch die Maus. Aber die erklärt sich ja eh am besten von selbst. Das bin ich.
und ich bin der Klaus. Und wie wird man so ein Klaus? Erkläre ich euch. Hier bin ich geboren, im Reagenzglas. Guck mal, einen Bruder hab ich auch. Der ging nach Köln, hat gleich einen Job bekommen und ich ging nach Hamburg und durfte auch was ganz Tolles machen. Persönlicher Pappenhalter von Ulrich Wickert. Auch nach dem Ausscheiden von Walter. Ups, da wurde ich ganz schnell befördert. Und zwar vor die Tür. Ach nix, geht man eben zu Extra 3. Hey, guck mal, toll, wird gerade eine Stelle frei. Und was macht man bei Extra 3? Aha, nur Quatsch. Alles Moppelkotze. Ich mach was Ordentliches. Ich erkläre ganz einfach all die doofen Sachen dieser Welt. Aber nicht so knifflig wie bei den Tagesthemen. Soll ja jeder verstehen. Auch ein Blöd. Also erstmal ein schönes Thema aussuchen. Frühling, zu gemein. Liebe, zu kompliziert. Ah, Todesstrafe. Das mag jeder. Und was braucht man für so einen Todesstrafenfilm? Erstmal ein paar schöne Bilder. Nimmt man aus dem Katalog. Hier einen lustigen Stuhl. Ein bisschen was Fieses aus China und ein bisschen was Mieses aus dem Orient. Dann Film ab. Was? Noch zu kurz für einen 2-Minuten-Film? Macht nix. Schnell noch irgendwo irgendwas drehen. Oh, gerade. Passt gar nicht zum Thema Todesstrafe. Oder? Nein! Toll, jetzt passt's doch. Jetzt aber höchste Eisenbahn. Sendung fängt ja gleich an. Schnell noch nebenbei den Film geschnitten. Text geschrieben. Rein ins Studio. Und ab damit. Auweia, falsche Sendung. Und nächste Woche wieder bei Extra 3, die komplizierten Dinge der Welt, ganz einfach erklärt. Euer Klaus. Das war's. Ja, das war's wirklich. Ist vorbei jetzt. Nächste Woche wieder ganz normal Extra 3 mit mir, mit dem Gast, mit Studio und mit allen Pipapo. Glaube ich zumindest. Mir hat jedenfalls keiner was anderes gesagt. Bis dann. Schon ein Ding, was die Weiber von heute...